Wow, bist du schick heute. Du bist auch schick heute. Ja. Guten Morgen. Die Sonne scheint hier richtig schön rein. Ich wollte vorhin so einen Post machen, aber irgendwie habe ich es nicht hinbekommen. Es hat zu doll geblendet, man hat gar nichts gesehen. Wir werden jetzt gleich einkaufen fahren. Papa macht sich jetzt fertig. Lukas wollte mitkommen. Mal gucken, ob er aufstehen will oder nicht. Es ist gleich um 8. Ich wollte mir heute mal Wimpern ran machen. Ich weiß aber nicht, wo die sind. Ich muss jetzt mal hier in dem weißen Schrank gucken. Ich habe jetzt oben geguckt und im Bad, da finde ich sie nicht. Jetzt hoffe ich mal, dass ich die hier in diesem Kästchen drin habe. Ja, ich guck mal hier in dem Schrank. Oh nein, mein Akku blinkt. Ich muss den Akku anstecken. Gucken wir mal, ob die hier sind. Hier habe ich so ein Kästchen. Nee, da sind die nicht drin. Warte mal, da sind nur Karten drin. Und dieses Handyteil. Und ein Aufkleber ist da drin. Hier unten ist was, aber das sind doch die anderen, oder? Das sind die. Ja, das sind die. Oh, ich habe sie gefunden. Ich mache sie mir mal dran. Ich hoffe, ich kriege das hin. Mit Pinzette, aber wir müssen mal aufhängen. Warte. Die Pinzette muss die Mama noch finden. Die Mama. Sonst kann ich sie nicht drin machen. Okay? Die. Genau, die. Wir suchen es mal. Jetzt müssen wir noch die Pinzette finden irgendwo. So, ich stecke jetzt schnell den Akku an und dann sehen wir uns beim Einkaufen. Wir machen uns jetzt fertig und dann fahren wir los zu Penny und DM. Und bevor der Akku alle ist, ich habe so viele Kommentare bekommen, warum wir in Urlaub fahren, obwohl keine Ferien sind. Also bei uns sind Ferien in Baden-Württemberg. Bis... Wie ist es eingeschlafen? Lukas ist doch mitgefahren. Wir stehen jetzt gerade hier vom Wertstoffhof. Wir haben nämlich ganz viele Kartons und es macht erst in 20 Minuten auf. Also wir warten jetzt kurz und Papa gibt gerade das Auto zurück. Das nehme ich hier gleich gegenüber. Und dann fahren wir zu Penny und DM. Und vorhin ist der Akku leer gewesen von der großen Kamera. Und ich wollte noch erzählen, dass wir in Baden-Württemberg Ferien haben. Ich habe nämlich mehrere Nachrichten bekommen, warum wir denn in der Schulzeit Urlaub machen und wegfahren. Also bei uns sind Ferien. Baden-Württemberg und Bayern hatten Ferien. Die sind aber am Montag leider schon vorbei. Yes, hier sind schon ganz viele Leute, die ihre Sachen wegschmeißen wollen. Und zum Auto hatte ich noch Nachrichten bekommen, warum wir keinen VW-Bus zum Beispiel gemietet haben. Wollten wir, das war auch meine Idee, wir haben wirklich, ohne Witz, wir haben im Umkreis von 150, glaube ich, Kilometer eine Umgebung einen Siebensitzer versucht oder Bus zu mieten und es gab nichts mehr. Und wenn es was gab, dann war das so teuer. Da wären wir am liebsten zu Hause geblieben. Deswegen haben wir das so gemacht. Im Endeffekt wissen wir nicht, ob wir gespart haben oder nicht, weil die Autobahn so teuer war. Erledigt. Papa hat gestern ein Tutorial gesehen, wie man einen Maxi-Cosi besser tragen. Ja. Ohne dass einem der Rücken kaputt geht. Das hätte ich mal 6-7 Monate vorher sehen sollen. Jetzt ist er schon kaputt. Jetzt ist er kaputt. So, Mama, dann mach mal. Jetzt gibt's hier Früchte. So, was brauchen wir? Windeln. So. Warum guckt eigentlich das Oberteil bei ihr an der Seite raus? Wo? Aus der Hose. Ach, hier. Nee, was macht sie? Einkaufen, das siehst du doch. Ja. Aber warte mal, was hat sie da genommen? Ja, hat sie doch richtig gegriffen. Ja, das brauchen wir auch. Ja, noch? Kannst noch eine nehmen. Oder obwohl, nee, eine reicht. Eine reicht. Ich spielen. Willst du schaukeln? Windeln. Die da sind 20% günstiger in der App. Wie viel? 20%. Moment, ich muss mal gucken, was es hier alles gibt. Wie viele sind da drin? Ja, Tochter. Ja, geh mal. Mhm.
ist die Musik schon wieder so laut. Ich nehme mal eine Melone mit, 2,49 Euro. Und die Erdbeeren kosten leider fast 5 Euro, die hatte ich nicht mit. Ich muss hier das Dingsen liegen, ja. Ich habe ein Kürbis mitgenommen, ein Hokkaido. 1,85 Euro, glaube ich. Sehen alle gleich aus, aber verschiedene Preise. Ich hoffe jetzt mal, dass das die für 2,29 sind. Karotten. Ah, siehst du. Das sind ja aber 500 Gramm Schalen. 2,51 Euro und 2,71 Euro. Also wir haben falsch geguckt. Du hast falsch geguckt. Ich weiß leider nicht. Mach ich vielleicht so machen. Ja, irgendwie ist es ein bisschen eng. Nee, das geht nicht. Ich komme hier nicht ran. Nee, weil der Wal ist halt so, wenn man nichts hinstellen kann unten. Eier brauchen wir auch, gell? So. Was war das? Ein Voice Crack nennt man das in der heutigen Zeit. Roy hat den Futterhall abgedreht. Ja. Und ja, es läuft. Die Selina spinnt. Ja, wir räumen jetzt mal den Einkauf hier weg, dann fahren wir zu Action und zu Tom. Und ich wollte nämlich beim Action nach so großen Töpfen gucken für die Terrasse. Leonie, wir fahren jetzt weiter, ja? Also eine Sekunde, ich hänge gut. Ich freue mich auf die Melone. Da können Hunde baden. Ein Hundepool. So, wir sind jetzt in der Gartenabteilung hier. Also die ganz großen gibt es nicht. Es gibt nur die für 5,95. Aber ich glaube, sehen auch gut aus. Außer halt so längliche hier. Warte, Leonie. Oder die halt, aber die finde ich schöner. Die ist ja auch süß. Zwei Stück nehmen wir davon mit. Na, dann schieb mal. Papa! Ein Hund. Zitronella im Gras. Gras, was da ruhig? Alles! Im Glas. Ich hab ein Wasserbier. Guck mal. Und das. Mama. Ja. Was ist das? Fliegenklatsche. Was ist das? Ah, das ist auch gegen Mücken. Alles gegen Mücken. Oh, die Fackeln sind ja nicht. Das ist das, was du wolltest. Gab's doch auch, oder? Was hat es gekostet? 2,57 Euro. Im Action. Dann Roy hat Socken gebraucht und ich. Knoblauchsoße zum Grillen. Und Honig für unseren Porridge morgens. Ja, hier muss noch einiges weg. Das kann auch gleich auf die Terrasse. Das pflanzen wir dann ein. Kürbis. Elias schläft im Maxi-Cusi hier. So warm. Leonie ist gleich hier draußen geblieben. Genau, das haben wir noch gekauft hier. Ich habe zwei Zimmerpflanzen gekauft, jetzt beim Thun.
einmal die und einmal die hatten wir ja schon. Die ist aber verwelkt. Die stelle ich, glaube ich, ins Schlafzimmer. Und das ist auch so eine Luftverbessere. Also beides. Verbessere Luft. Die kommt, glaube ich, ins Schlafzimmer und die unten. Fand ich wohl hübsch. Sieht aus wie 6,99 und die 4,99. Dann haben wir hier ein bisschen die Tomate wahrscheinlich fürs Hochbeet. Dann mache ich die Gurken da raus und die Erdbeere, die da nicht wächst. Und zweimal Erdbeeren. Und ich hole mal die. Oh, Hilfe. Den Topf hole ich mal raus. Und dann haben wir hier zweimal so riesen Erdbeerpflanzen für die Töpfe. Genau. Machen wir dann später. Also dieser Cappuccino hat richtig viel Schaum. Und man schmeckt auch, dass er nicht so süß ist. Müsste man vergleichen, wie viel Zucker der andere hat. Also ich denke, das ist eine neue Sorte weniger Zucker. Habe ich noch nicht gesehen. Gramm. Schmeckt auf jeden Fall gut. Wir frühstücken jetzt erstmal. Ich mal nett haben. Noch nichts gegessen. Kinder haben schon gegessen, keine Angst. Ich nehme auch sowas. Aus Nürnberg, ja, der Bratwurst. Abend, die beste Bratwurst her. Am Dorfplatz, noch für damals ein. Ich muss mal Töpfe suchen für die zwei Pflanzen, die reinkommen. Ich glaube, ich habe hier ganz viele Töpfe. Da hinten. Oh. Hilfe. Da habe ich doch was. Willst du gleich eine mitnehmen? Ja. Wenn du hochgehst? Für was geplant? Die ist fürs Schlafzimmer. Ja, und die andere? Aufs Fensterbrett links. Und die stelle ich hier irgendwo hin. Ach so, voll süß, oder? Das Bäumchen hier. Wie heißen die überhaupt? Birkenfeige. Ich glaube, ich stelle die hier irgendwo hin. Mal gucken. So. Ich glaube, da passt sie ganz gut hin. Hier ist ein Stück rüber. Ich habe jetzt doch hingestellt. So gefällt es mir besser. Aber geht jetzt Rasen mähen. Ich will auch einen Rasen. Du willst auch Rasen mähen? Ja. Wir müssen für diesen Schrank hier ein Schloss kaufen. Das geht nämlich. Der Schrank geht dauernd auf hier. Hätten wir eigentlich beim Tun gleich mitnehmen können. Dieser hält, aber der geht auf. Meine Hortensie ist so schön. Wo ist er denn? Papa hat ein Netz bestellt für das Trampolin. Wenn er fertig ist mit dem Rasen, dann schließe ich das Wasser hier unten an und spritze das mal alles da ab. Mach das sauber. Oh Gott, wie schnell das alles wächst. Schlimm, und was hier alles wächst. Oh Gott. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, ob ihr Gartenarbeit mögt. So, der Foodhall ist gleich fertig. Lukas guckt nach Leonie. Ich muss noch das ganze Chaos hier beseitigen. Da steht noch der ganze Einkauf. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier wegräumen können. Wir wollten vorhin noch in die Packstation und zum Kaufland kurz, aber wir haben dann umgedreht, als wir den Parkplatz gesehen haben. Das war so voll auf dem Kauflandparkplatz. Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen. Dann einfach wieder zurückgefahren und haben gedacht, machen wir das einfach heute Abend, wenn dann nicht mehr so viel los ist. Wenn die Selina wieder da ist, sie ist nämlich in der Stadt Eis essen. Ich habe nämlich Butter vergessen für diesen Kuchen hier, Marmorkuchen. Und Saft habe ich vergessen, wir wollen ja am Sonntag grillen. Und Zucchini und Paprika möchte ich auch mal grillen. Ja, und vielleicht holt der Papa noch Erde. Erde wollten wir jetzt eigentlich beim Tour mitnehmen. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir das Beet da hinten nächstes Jahr dann frisch machen, weil das muss irgendwie ausgehoben werden, weil da drunter anscheinend keine gute Erde ist, das anscheinend nur Schutt und nur eine kleine Schicht Erde und deswegen wächst da wahrscheinlich nichts mehr. Also so meinte das die Verkäuferin und sie meinte, wir sollen alles rausholen, fließt runter. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wie ihr das machen würdet. Ihr habt ja auch immer so tolle Tipps. Ja, sie meinte auf jeden Fall, wir sollen alles raus,
Vlies drunter, Erde, so eine Bio-Erde. Da kostet der eine Sack halt 15 Euro und da hätten wir keine Ahnung wie viele Säcke gebraucht. Und das ja, wäre uns jetzt ein bisschen zu teuer gewesen, deswegen haben wir gesagt, das machen wir nächstes Jahr. So, ich mal die neuen Socken in den Schrank. Und dann überlege ich, was wir essen. Guck ich mir mal kurz den Garten hinten an. Ich wollte noch die Ränder machen. Die Ränder, wie nennt man das? Wir haben diesen Dingsbums da, die Ränder schneidet vom Rasen. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall ist es kaputt gegangen. Wir müssen so eine Spule kaufen. Ja, supi. Du kleine Nudel. Was soll das? Mama, wie? Was machst du? So, Mama. Ja. Mama. Zack. Warum liegt da ein Brot? Hast du alle Bärchen gegessen? Nein, Salz habe ich. Okay. Warum hast du die Bärchen hier? Die Wäsche ist fertig. Hänge ich gleich draußen auf. Guck dir Kars an. Wir essen beide Erdbeeren. Snacken Erdbeeren. Ich mache mir, glaube ich, noch einen Kaffee. Hm? Gute Idee. Also ich glaube, der Papa nutzt das richtig aus, dass er jetzt alleine einkaufen gefahren ist und genießt seine Ruhe. Ich habe jetzt einen Salat gemacht und dazu gibt es einfach diese, wie heißen die Teile? Seht ihr? Heute fehlen mir die Worte. Wie heißen diese Teile? Kartoffeltaschen mit Frischkäse? Ja, genau. Und der Roy füllt auch die Gasflasche auf zum Grillen am Sonntag. Die brauchen wir, die war nämlich auch leer. Ja, also noch schnell zu, ich glaube, Obi gefahren oder so. So, der Papa hat jetzt Butter für den Kuchen, ein paar Getränke und nochmal so Grillfackeln und Erdbeeren. Ich habe nämlich bei der Saskia in der Story gesehen, die hat so geile Cocktails gemacht mit diesen gefrorenen Erdbeeren. Teuer das Teil, ey. Mhm, 11 Kilo. Ah, 1,90 Euro. Das hat uns eine Zuschauerin empfohlen. Aber ob das das Richtige ist, weiß ich nicht, weil ja, das ist Nagerstroh, das riecht schon ein bisschen. Doch, sie meinte das hier. Für die Erdbeeren, das ist die Schnecken. Da hat noch ein paar Tomatenpflänzchen für 50 Cent. Ich habe heute echt einen Sprachfehler, ne? Ja. Das soll zu viel schneiden. Heute? Ja, gestern muss ich auch viel schneiden. Das war echt schlimm. Ich meine, heute ist es. Und Blumenerde damit gebracht. Also es war eine richtig gute Kombi mit dem Salat und mit diesen Kartoffelteilen. Da steht das alles voll. Die Wäsche muss noch abgenommen werden. Den Kindersitz bringe ich später noch ins Auto. Oh, sein Geldbeutel liegt noch draußen. Den hole ich gleich mal rein. Und ich glaube, mit den ganzen Pflanzen einpflanzen, sowas mache ich dann morgen. Weil morgen ist sowieso Gartentag. Da wollen wir ja im Garten hinten weitermachen, Grünzeug wegfahren. Ich glaube, das machen wir dann morgen alles. Ich werde euch morgen aber wieder mitnehmen, obwohl morgen Samstag ist. Und euch den Garten dann zeigen, genau. Ich werde mich jetzt ans Video machen und wollte mich noch verabschieden. Der Kleine kriegt jetzt hier so ein Grieß. Was ist das? Banane Schoko. Ja. Ja, teilen sich die beiden. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis morgen.